So sieht ein leichtes Opfer aus. Ein Laptop voller persönlicher Daten, E-Mails, Telefonnummern, Fotos. Für Profi-Hacker wie Götz Schartner ist es ein leichtes, daran zu kommen. Er schickt per Skype ein Foto. Sollte so aussehen wie ein Foto, ist in Wirklichkeit aber ein ausführbarer Trojaner. Götz Schartner berät Firmen und Privatleute und zeigt ihnen, dass auch Smartphones für Hacker leichte Beute sind. Hier in Essen demonstriert er Versicherungsmitarbeitern, wie er allein mit den Daten eines Handys etwa ein Bewegungsprofil des Besitzers bekommt. Da kann man dann, je nachdem wie man es einstellt, auf die Sekunde getaktet genau sehen, wann sich jemand wo wie fortbewegt. Schlimm, ne? Weiter geht's mit dieser Frau, die eine E-Mail mit gefälschtem Absender bekommt. Sie öffnet einen Anhang und plötzlich flackert ihr Bild über einen anderen Computer. Die Webcam ist fremdbestimmt. Ich möchte jetzt das nicht erleben, dass jemand so mich einfach, ohne dass ich gefragt werde, gefilmt werde. Man weiß ja nie, was man noch so um sich rum hat und fand ich schon erschreckend. Ihrem Kollegen geht es ähnlich. Der hat nämlich gerade diesem Mitarbeiter eine SMS geschickt, und zwar ohne es zu wissen. Angeblich gibt er darin seine Verlobung mit einer Kollegin bekannt. Waren Sie nicht verheiratet? Genau. Obwohl sie wussten, was sie erwartet, sind viele überrascht, wie schnell man ihnen die Identität rauben kann und wie leicht Hacker mit ihren gestohlenen Daten großen Schaden anrichten. Was aber tun? Der Experte empfiehlt, regelmäßig den Computer und auch das Handy mit Updates auf den neuesten Stand zu bringen und außerdem den gesunden Menschenverstand zu nutzen. Wir haben das schon bei Unternehmen gehabt, dass sich dann die EDV-Abteilung gequackte Software aus dem Internet herunterlädt, weil sie die Lizenzgebühren nicht zahlen wollten. Und da waren dann Trojaner schon drin versteckt. Sparsamkeit kann teuer werden, Arglosigkeit auch. Den Schaden bemerkt man deshalb oft erst, wenn das Geld längst abgebucht ist oder die eigenen Daten in alle Welt verkauft sind.